Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen zweiten Video, und zwar geht's heute um die IDE. Ich dachte mir, ich mache mal ein separates Video dazu, weil es war ein bisschen komplizierter, das Ganze mit PHP Storm einzurichten, und vielleicht hatte der eine oder andere von euch Probleme damit. Deswegen hier ein ganz kurzes Video, wie TypeScript vernünftig unterstützt wird in PHP Storm bzw. in WebStorm. Das sollte ziemlich genau gleich funktionieren. So. Ihr seht, es sieht ein bisschen anders bei mir aus, wie es wahrscheinlich bei euch aussieht. Das liegt daran, dass ihr hier wahrscheinlich das hier nicht habt und unter Umständen sogar das hier nicht. Und dann habt ihr hier oben das wahrscheinlich auch nicht. Dazu jetzt als erstes. Okay, ihr könnt JavaScript mit Node.js einfach laufen lassen. Das heißt, so wie wir es eben gerade hier laufen lassen haben. Und deswegen kann man das natürlich auch hier mit TypeScript machen, indem man das Ganze bei PHP Storm richtig konfiguriert. Dazu gehe ich hier erstmal auf Run, und wenn ich jetzt hier auf Run Unnamed klicke, dann kommt das Ganze bei mir, als würde ich eben hier in meinem Terminal sagen, ich will jetzt Node mein erstes Script.js ausführen. Es wird quasi ein Terminal hier emuliert, kann man sagen. Also es wird so angezeigt, als wäre da ein Terminal. So, dazu gehen wir als erstes unter Run Edit Configurations. Achso, außerdem muss euch eigentlich euer WebStorm danach fragen, ob es hier, also hier oben müsste sowas kommen wie, möchtest du TypeScript immer kompilieren oder sowas, das sollte auch da sein. So, ihr habt diese Unnamed-Konfiguration nicht, also bei euch sieht das Ganze in etwa so aus. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen mit Node.js unser Skript ausführen. Das heißt, wir machen folgendes, wir gehen hier auf Node.js. Und das ist die Konfiguration, die wir haben wollen. Also klicken wir einfach auf Plus und dann zum Beispiel Node.js. Dann haben wir hier eben unser Unnamed. Das könnt ihr so nennen, wie ihr wollt. Also zum Beispiel mein erstes Skript oder sowas. Das ist eigentlich völlig egal. Das ist nur das, was hier oben dann im Endeffekt steht. Oder einfach nur Run. Ist völlig egal, wie gesagt. Hier muss der Node-Interpreter rein. Das heißt, hier müsstet ihr normalerweise immer nur eine Version zur Auswahl haben. Aber hier steht dann immer die Version hinten dran, wie das Ganze dann aussieht. So, hier könnt ihr Parameter angeben für Node, ist aber nicht wirklich wichtig, könnt ihr überspringen. Hier steht euer Working Directory. Das ist im Endeffekt genau der Ordner, in dem euer TypeScript immer drin liegt. Und das ist wichtig, dass das hier auch richtig ist. Ansonsten habt ihr ein Problem. Und hier muss eure JavaScript-Datei rein. Also ganz wichtig, JavaScript, nicht TypeScript-Datei, sondern JavaScript-Datei, die ihr ausführen wollt. So, dazu wechseln wir hier einfach mal hier rein und wählen unsere mein erstes Skript.js raus. Ihr seht, ich habe hier noch von anderen Tutorials haufenweise zu euch rumfahren. Lasst euch nicht davon stören. Okay, mein erstes Skript.js. So. Was jetzt passiert ist, wenn ihr das Ganze hier, achso, ihr könnt im Skript auch nochmal Parameter mitgeben, brauchen wir aber auch nicht. Was jetzt passiert ist, wenn ich hier auf OK klicke, dann steht hier oben plötzlich Run, und wenn ich hier auf Play drücke, dann wird mein Hello World ausgegeben. Aber wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, Hello World 42 eingebe, dann habe ich ein Problem, weil das wird nicht, okay, es wird sofort übernommen. Dann habe ich alles richtig eingestellt. Wenn es bei euch nicht sofort übernommen wird, dann habt ihr eben dieses, also standardmäßig wird es, glaube ich, nicht übernommen. Dann habt ihr dieses kleine Ding hier oben nicht richtig konfiguriert. Das heißt, hier müsst ihr es euch fragen, möchtest du TypeScript jedes Mal zu JavaScript kompilieren, wenn du laufen lässt? Das Ganze könnt ihr einstellen, wenn ihr unter File oder Datei und Einstellung hier unter Languages und Frameworks geht, hier unter TypeScript geht. Hier habt ihr noch mehr Einstellungen, die wir aber eigentlich nicht brauchen. Hier oben muss der Node-Interpreter wieder gefunden sein, das heißt, ihr müsst Node.js definitiv installiert haben. Und hier müsst ihr dann eben Enable TypeScript Compiler einen Haken gesetzt haben. Und ja, im Endeffekt ist das eigentlich alles, was ihr braucht. Wenn ihr das habt, dann funktioniert das Ganze bei euch eben auch so wie bei mir. Sprich, wenn ihr hier irgendwas ändert an eurem TypeScript, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel was völlig anderes machen würde, dann was passiert als erstes? Sagen wir mal, wir machen Hello World. Ach, wir geben hier einfach mal überhaupt, das hier geben wir nicht aus. So, und jetzt sagen wir hier, wir wollen Foo ausgeben. Direkt ohne Variable. So, speichern müsst ihr immer noch. Und wenn ihr jetzt hier auf Play klickt, dann wird automatisch alles gemacht, was wir gesagt haben. Sprich, es wird als erstes euer TypeScript, darauf arbeitet ihr ja im Endeffekt. Es ist ja .ts, das ist ja hier offen.
Also wenn ihr das Ganze ausführt, dann wird das hier, dieses TypeScript, erst in JavaScript kompiliert und dieses JavaScript wird dann in eurem Terminal ausgeführt. Alles automatisch, wenn ihr hier einfach nur auf den Play-Button klickt. Und das ist, finde ich, Komfort, den man einfach nicht weggeben sollte. Und deswegen würde ich euch vielleicht empfehlen, benutzt WebStorm oder die IDE eurer Wahl und stellt die dann jeweils so ein, wie ihr es braucht. Aber macht euch nicht den Stress und ladet das Ganze jedes Mal in den Browser hoch. Ich meine, ja, im Endeffekt läuft das Ganze im Browser, aber da ist auch nicht wirklich viel anders dran. Und zum Kompilieren, Programmieren und so weiter ist es deutlich angenehmer, wenn man hier einfach das machen kann. Gut, dazu wie gesagt nur kurz was und wir hören uns dann wieder im nächsten Video, wenn es richtig losgeht mit TypeScript. Bis dann, ciao!